Beichten im Akkord. In Panama-Stadt können hunderte Katholiken gleichzeitig ihre Sünden loswerden. Kurz vor Beginn des Weltjugendtags sind die Gläubigen froh, reinen Tisch machen zu können. Ich fühle mich wie neu geboren, Gott sei Dank. Es ist ein Wunder, dass ich hier an dem Fest teilnehmen kann. Nach der Beichte habe ich einen klaren Blick für den Papst. Ich kann so besser in die Begegnung mit ihm gehen. Zum Weltjugendtag werden mehr als 150.000 Gläubige aus aller Welt erwartet. Papst Franziskus will ab Donnerstag an dem Großereignis teilnehmen. Am Sonntag hält er die Abschlussmesse. Viele Besucher plagen allzu weltliche Sorgen. Ich hoffe, der Papst kann Nicaragua in irgendeiner Weise helfen. Wir haben so viel gelitten. Wir bitten den Papst, uns immer in seine Gebete einzuschließen und uns irgendwie zu helfen. Der Weltjugendtag findet alle 2 bis 3 Jahre statt. 2016 war Krakau Gastgeber des Treffens.